Ja, servus Leute, heute sind wir mal unterwegs gewesen, haben ein wenig Holz gemacht. Oder besser gesagt, der Vater und der Bruder haben Holz gemacht. Und jetzt hat er gerade den Hänger entladen. Ja, wir haben Holz gemacht, wie man sieht. Wir haben ein bisschen mehr Holz gemacht, wie man sieht. Und es ist jetzt da, wo es nicht hin soll. Ich glaube, das ist was für die Fels. Ja, der Steib durft heute auch einmal richtig ran. Drei so schöne große Stämme und ein bisschen Kleinmaterial dazu. Der Kipper war auch gescheit beladen. Da gibt es Bilder auf Facebook und auf Instagram. Einfach mal vorbeischauen. Da sieht man das, wie es ausgeschaut hat. Da habe ich nämlich nichts gefilmt. Jetzt entladen wir da den Bagger und dann sehen wir weiter. Ja Leute, so viel zum Thema Holz. Mehr gab es da davon leider nicht zu sehen. Ja, das Problem war, ich habe die Kamera daheim liegen lassen. Ich hatte die nicht dabei. Sonst hätte ich gefilmt, wie wir drüben geladen haben. Die war aber, wie gesagt, leider zu Hause gelegen. Und vom Abladen selber hatte ich eigentlich Material. Aber leider hat sich jetzt gerade eben beim Übertragen auf dem Computer was davon verabschiedet. Deswegen sind nur diese kurzen Schnipsel geworden. Leider sehr schade. Ärgerlich. Tja, aufgrund dieses Problems habe ich mir jetzt gedacht, habe ich eine schöne Idee. Ich habe Fotoalben gefunden. Alte Fotoalben von früher. Da sind ein paar Bilder mit drauf, wie es früher mal hier bei uns ausgesehen hat. Da sind Bilder vom Hausbau drauf, wie hier das Haus gebaut worden ist und das alte Bauernhaus abgerissen worden ist. Und ja, unter anderem ist auch ein Bild vom KL300 dabei. Das muss in die 60er entstanden sein. Da hat er noch keinen Überrollbügel und keine Kabine drauf gehabt, also kein Verdeck. Dahinter zu sehen dann der Krüger Miststreuer. Ja, und ich habe mir jetzt gedacht, wenn mein Video schon so etwas kurz geworden ist, weil es ist wieder nicht mehr passiert bei mir. Wir haben in der Wohnung drin weitergemacht. Ich habe im Wohnzimmer den Wohnzimmerschrank haben wir aufgebaut und ich habe ihn gründlich sauber gemacht. Und ja, gründlich durchgewischt einmal schon. Und heute habe ich den ganzen Tag damit verbracht, nur Steine aufzuschlichten. Der ein oder andere kennt ja den großen Steinhaufen unten. Die Pflastersteine und die sollten jetzt da mal weg, dass man einfach wieder da unten an die Holzregale und ans Reisig rankommt. Für diesen Zweck haben wir uns heute ein paar Paletten genommen und dann
war ich erst alleine unten, dann kam die Mutter noch dazu und dann haben wir bis um ja, 4:30 gearbeitet. Und da kam der Vater noch dazu. Da haben wir heute insgesamt 11 Paletten oder 10 oder 11 Paletten Pflastersteine aufgeschlichtet aus dem Haufen raus. Da ist ein Haufen Split mit drin, weil die sind ja aus dem Rückbau gewesen und ja, die mussten jetzt halt wie gesagt einmal aufgeschlichtet werden, dass man auch wieder einen Platz kriegt. Bisschen was haben wir heute geschafft, deswegen gab es halt leider jetzt kein anderes Videomaterial. Dafür eben jetzt, wie gesagt, ein paar Bilder von früher, wie es da bei uns ausgeschaut hat. Ich schreibe immer noch ein wenig was dazu, zu die Bilder. Und ansonsten gibt es noch zu sagen, das Video kommt ja jetzt ganz normal um 16:30 Uhr, also wer es jetzt sieht, der wird jetzt dann circa ja, 16:40 Uhr oder sowas haben, 16:50 Uhr, so in den Dreh. Ich habe mir überlegt, ich werde heute Abend noch einen Livestream machen. Das ist geplant. Für mich kommt heute, also bei mir ist jetzt Montagabend, aber morgen um 17:30 Uhr kommt jemand, der Interessent für die Motorhaube vom K15. Und danach habe ich dann, wie gesagt, ein bisschen Zeit und ich wollte ja eigentlich schon länger mal wieder einen machen. War ja schon länger nichts mehr und einige warten ja schon drauf. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen abends einen Livestream. Die genaue Zeit kann ich noch nicht sagen. Wenn es klappt, vielleicht 8, halb 9 oder so, muss ich gucken. Eher werde ich es nicht schaffen, weil wir Abendessen tun und meistens dann noch ein bisschen rumgammelt und dann irgendwie so, irgendwann so auf 8 rum oder so. Müssen wir mal sehen. So viel auf alle Fälle jetzt dazu. Jetzt wünsche ich noch viel Spaß bei den alten Bildern und wir sehen uns dann am Schluss vom Video nochmal kurz wieder.
Ja, ich hoffe, die kleine Bilderserie hat euch jetzt Spaß gemacht, hat euch gefallen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir kommen da fast schon immer ein bisschen die Tränen dabei, wenn ich das sehe, wie es früher ausgeschaut hat. Und ja, man denkt sich da dann doch so, mein Gott, war das früher schön und hat es alles schön ausgeschaut. Wie muss das gewesen sein? Auf alle Fälle, so viel haben wir dazu. Da habt ihr mal einen kleinen Einblick, wie das früher bei uns zuging, wie das früher aussah. Man hat, wie gesagt, auf die Bilder dann den Urgroßvater erkannt. Der war damals der Bürgermeister hier im Ort. Wir waren im Übrigen das allererste Haus im ganzen Ort, das ein eigenes Telefon hatte. Ja, weil wir Hausnummer 54, Burgheik 54, hatten das allererste Telefon im Ort, eben weil der Großvater der Bürgermeister war. Ich bin ja nach ihm benannt. Ich heiße ja eigentlich Michael Christoph Fischer. Ja, wie gesagt, Bilder vom Opa sind dann mit drin, wie er damals mit dem Kramer gefahren ist. Es sind Bilder drin, wo man dann eben noch sieht, wo die Mistplatte war. Also da draußen, wo jetzt die Wassergrube unten drunter ist, direkt vor der Garage. Da war früher noch ein Gestell außenrum. Da war die Mistplatte, unten drunter die Güllegrube. Da gab es auch mal eine alte Güllepumpe. Auch so wie die jetzt draußen, bloß halt älter, aus Stahl. Nur die hat leider vor ein paar Jahren einmal ein Postdienstfahrer über den Haufen gewalzt. Die hatte irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie man das schafft, übersehen und hat sie so verknietscht gehabt, dass sie kaputt war. Da musste eine neue her. Deswegen jetzt das neue Ding da draußen. Wir nutzen sie eh bloß zum Wasserpumpen. Ja. Mehr Bilder, wie gesagt, gibt es leider aktuell nicht. Ich habe nicht mehr gefunden. Es ist wohl auch nicht mehr aufzufinden. Diese ganzen älteren Bilder von ganz früher sind, ja, mehr oder minder verloren, muss man sagen. Die haben damals die Geschwister von meinem Vater mitgenommen, wie sie die Wohnung oben ausgeräumt haben. Und ja, alles weg. Keiner weiß, wo es geblieben ist. Kontakt zu den Geschwistern haben wir nicht mehr. Hat einen guten Grund, hat hier jetzt keine Rolle. Auf alle Fälle, ja, ich kannte da viele alte Bilder, ich habe die gesehen. Ich weiß zum Beispiel, dass draußen vor der Garage dann, das sind ja zwei so Sandsteintröge, da standen zwei große Betonsilos, da war immer Getreide drin. Und es gab auch Bilder von diesem Fahrsilo, das hinterm Haus war. Es gab Bilder vor die ganzen Radlader, die wir gehabt haben, vom Getreidegebläse früher, das haben wir ja noch. Dann gab es außerdem noch ein Gebläserohr im, ja, Pferdestall hinten, beziehungsweise früher war es ja der Hühnerstall. Das ging dann vom Pferdestall hinüber in die Werkstatt oben rein. Da war auch noch Getreidelager. Also da waren massenhaft Bilder noch da. Wie gesagt, leider alles weg. Bis auf die paar hier. Wie gesagt, ich hoffe, die haben euch gefallen. So viel dazu. Dann noch ein anderes Thema. Ich war am Freitagmorgen dann noch auf der Zulassungsstelle nochmal. Ich habe meinen Verkäufer noch geschnappt gehabt vom KA15. Wir waren gemeinsam nochmal drin. Ja, da hat's geheißen, da rufst du vorher an. Und da kannst du einfach reinkommen. Ja, da habe ich vorher angerufen. Ja, dann musst du reinkommen und musst eine Nummer ziehen. Ganz toll. Ja, dann waren wir drin, da haben wir eine Nummer gezogen. Eine Dreiviertelstunde gewartet. Nein, dann musste mein Verkäufer quasi eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben. Er hat die Papiere beim Umzug vor 7 Jahren verloren. Ja, das Fahrzeug ist länger wie 7 Jahre abgemeldet. Ist ja bekannt. Na gut, ist das Ganze jedenfalls seine Wege gegangen. Die eidesstattliche Erklärung war eine. Na, ich sag das jetzt nicht, das wäre dann Beamtenbeleidigung, aber nicht gerade kompetente Fachkraft, möchte ich mal sagen. Die war recht egal. Ja, normalerweise läuft das Ganze ja so, die können ja eine KBA-Abfrage direkt machen, beim Kraftfahrtbundesamt. Das geht ja eigentlich mit ein paar Mausklicks. Da hat es jetzt aber wohl irgendwie nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Die hat es eingegeben, da kam dann ein Autoanhänger darüber. Totaler Schwachsinn. Ich weiß zwar nicht, wie die Fahrgestellnummer von meinem Bulldog an Autoanhänger geben kann, aber gut. Ja, dann habe ich gesagt, wenn meine
Erstbesitzer quasi, der TÜV-Prüfer, die Papiere dem mitgegeben hat und der hat sie verloren. Warum muss ich dann eine Aufbietung vom Brief machen? Ja, das ist halt so, das müssen wir so machen, es war schon immer so und anders geht es gar nicht. Das ist nicht zu hinterfragen. Ja, ich habe jetzt gesagt, ich frage jetzt trotzdem nochmal meinen TÜV-Prüfer, der soll sich nochmal mit denen in Verbindung setzen. Also mich ärgert es halt, ich warte jetzt im Endeffekt wieder 2, 3, 4, 5, 6 Wochen, bis ich dann einmal Bescheid kriege. Kann ich jetzt den Schlepper zulassen oder nicht? Die Aufbietung dauert normalerweise, in der Regel 2 Wochen. Ja, und dann, wir leben ja eigentlich im Zeitalter des E-Mail-Verkehrs. Nein, E-Mail geht natürlich nicht. Dann kriege ich einen Brief geschickt, in dem dann drinnen steht, ob ich das Fahrzeug zulassen kann oder ob sich jemand gemeldet hat. Ich sage ja, also entweder ist es Willkür oder ich weiß auch nicht, aber ärgern tut es mich auf alle Fälle. Jetzt heißt es halt wieder warten für mich. Es will ja nichts mehr zulassen. Puh. Man hätte ja auch einmal vielleicht irgendwann mit dem Bulldog fahren können. Ja, so wie es jetzt aktuell ausschaut. Am 15. März 2018 habe ich den K15 zerlegt. Und ich befürchte, wenn es noch so weitergeht, dann habe ich am 15. März 2019 den anderen Schlepper endlich auf der Straße. Da lang es an die Platten. Leute, die haben noch alle einen Vogel. Naja, es wird irgendwie werden. Und wenn das Thema am Markessen ist, dann bin ich auch ganz glücklich, dann kann der Schlepper endlich fahren. Für den einen oder anderen, ich habe mal mein Kanalbild auch geändert hier. Da sieht man jetzt dann nochmal alle zwei Krame mit. Und ja, das andere Kanalbild, beziehungsweise mein Logo habe ich auch geändert. Das ist ein bisschen ein älteres Bild. Bin ich gespannt, was der dazu sagt. Das ist jetzt, wie gesagt, auch aus denen da raus. Ist ein Gespann von uns früher. Den Holzanhänger gibt es übrigens noch. Ja gut, so viel dazu, so viel gab es dazu zu sagen. Recht viel. Langweiliges Zeug, aber so ist es halt, ihr kennt es ja. Ich mache jetzt auf alle Fälle Feierabend. Wir haben jetzt 2:08 Uhr in der Nacht. Also bei mir ist jetzt mittlerweile doch schon Dienstag. Und wenn ich heute Abend noch einen Livestream machen will, dann wird es jetzt Zeit fürs Bett. Darum würde ich jetzt sagen, Feierabend für jetzt. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Hat mich gefreut, dass da alle dabei wart. Wenn es wieder Neuigkeiten zwecks Krame gibt, dann werde das auf alle Fälle erfahren. Irgendwann wird er ja mal fertig sein. Und bis dahin sage ich jetzt erst einmal, beziehungsweise bis zum Livestream. Beziehungsweise, wer den Livestream nicht sieht, bis Freitag um 16 Uhr wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage Servus und man sieht sich.